Sparnadel. Die glänzen die Scheinwerfer noch in den Augen. Also das ist jetzt bildtechnisch natürlich auch ganz großer Sport. Marcel Hirscher könnte also jetzt, Sie haben es gesehen, Hermann Mayer einholen. Österreichischer Siegrekord, wenn Sie so wollen, Weltcup-Siege 54. Alles Gute, Marcel Hirscher, der nur 2 Zehntel hat auf Henrik Christoffersen. Dieses traditionelle Duell in dieser Saison. Ist das großer Sport? Die zwei Burschen geben Gas, das ist unglaublich. Nochmal, 1/1200 oben schneller als Henrik Christoffersen. Der legt da nur drauf, und vertikale der und Gas. Die Vertikale so am letzten Zupfer. Da ist nichts mit Taktik, da hat er schon kurz Schwierigkeiten. Wenn er gewinnen will, darf er nicht passieren. 1700. Steilhand. Und jetzt wird er hier ins Ziel getragen. Oh, Hersteller. Ob das gekostet hat. Kurz hinten reingedrückt hat. War natürlich nicht optimal. Schnell wieder Rhythmus finden. Jetzt muss er unglaublich andrücken, denn... Das tut er, das tut er. 28 Hundertstel, sofort wieder Tempo aufgenommen. Genau, und was so interessant ist, er bekommt sofort wieder diesen Rebound, diesen Druck, diese Beschleunigung, diese Entlastung. Oh, jetzt bitte Panay, die letzten Meter. Ist es Christoffersen oder ist es Hirscher? Es ist Hirscher! 39 Hundertstel! Marcel Hirscher gewinnt vor Henrik Christoffersen und Daniel Göll. 54 Siege, 500. für Österreich. Und der zweite für ihn hier in Schladming. Was für eine herausragende Leistung von beiden. Von beiden. Vierundfünfzigster Weltcupsieg. Marcel Hirscher, 9. Saisonsieg, nie mehr als 9. 2011, 2012 beim ersten Gesamtweltcupsieg. 9 Weltcupsiege in einer Saison.